Hallo zusammen. In dem Tutorial erkläre ich den Aufbau der Datei für die Bahnstation von Santiago Calatrava, also dieses Projekt 9, in unserer Projektliste als 10 abgelegt. Das Besondere hieran ist, dass wir eine solche Wellenform haben, die sich über die Gesamtlänge des Bahnsteigs erstreckt. Ich habe sie natürlich hier eingekürzt. Es geht uns ja grundsätzlich um den Aufbau, nicht um den Gesamtnachbau dieses Objektes. Wie bei allen anderen Projekten auch, zeige ich nur eigenes Bildmaterial aus den bekannten Rechtsgründen. Recherchiert bitte hier auch Material im Internet zu diesem Projekt. Ich switche mal in das Ergebnis und damit in eine Außen- und in eine Innendarstellung. Wir sehen also hier nochmal sehr schön die Innenraumwirkung dieser unterschiedlich gewählten Ecken dieser Rahmenkonstruktion, die natürlich ein fantastisches Licht- und Schattenspiel in dem Innenraum erzeugt und natürlich auch bei entsprechendem Lichteinfall die Plastizität dieser Wellenform ganz besonders hervorhebt. Wie ist diese Konstruktion nun im Grundsätzlichen aufgebaut? Wir sehen zum einen hier abstrahiert den Bahnsteig, das heißt die Bahntrasse liegt hier oben. Das ist das Außenraumniveau. Und wir sehen diese Rahmen, die immer in Abwechslung mit dem Glaselement dazwischen in dem Achsraster, in einem gleichmäßigen Achsraster fortgeführt sind und deren Knotenpunkte, also sowohl die hier oben als auch die hier unten, in dieser Wellenform angeordnet sind. Im Detail schaut das dann so aus. Okay. Charakteristisch ist also, dass sich gegenüberliegend das, was hier nach innen verläuft, sich hier nach außen streckt, damit diese geniale Innenraumwirkung entsteht. Okay. Schauen wir uns mal an, wie die Datei im Detail aufgebaut ist. Wir haben hier unten zunächst Elemente für verschiedene Render-Settings. Diese Informationen kommen aus der Vorlagedatei für das Rendern, die ich ja auch zur Verfügung gestellt habe. Darauf können wir also ganz zum Schluss eingehen. Dann haben wir hier ein Objekt. Da liegen also die Polygonobjekte drinnen, die den Bahnsteig und die Umgebung beschreiben. Wir haben ein Objekt, das heißt Rahmen. Darauf wird also gleich detaillierter einzugehen sein. Ein Objekt, das heißt Glas. Es ist offensichtlich ein Kloner. Ausgeblendet, darauf gehe ich erst später ein. Und wir haben zwei Ordner, alles durchbeschriftet und damit selbsterklärend. Das sind Splines, die ganz offensichtlich was mit dem Deformer zu tun haben, der hier diese Wellenform erzeugt. Denn wenn wir uns mal anschauen, wie diese Rahmenkonstruktion aufgebaut ist, sehen wir grundsätzlich, wir haben einen Kloner. Der klont ein Extrusionsobjekt und dieser Kloner steckt wiederum in einem Objekttyp, der da heißt Kleidungsoberfläche. Diese Bezeichnung ist suboptimal, denn Kleidungsoberfläche, was kann man sich darunter vorstellen? Eigentlich nicht so viel. Wenn wir uns aber mal anschauen, was die macht, indem ich das Objekt anklicke, sehe ich, es stellt
im Wesentlichen zwei Parameter zur Verfügung, nämlich die Unterteilung von Objekten und die Dicke von Objekten. Und das Schöne an diesem Objekttyp ist, dass ich ihm unterordnen kann eine ganze Anzahl von Objekten und er wird diese Objekte mit einer Materialstärke, also einer Dicke unterteilen, einer Dicke versehen. Die Unterteilung ist optional, bei manchen Objekttypen macht das Sinn, für diese Dicke auch nochmal eine Unterteilung vorzunehmen. Parametrisch kann ich damit also Polygone oder andere Objekte nachträglich sowohl nochmal feiner auflösen, aber das hier, nämlich die Materialstärke, die Dicke, ist das Geniale für uns als Architekten, wo wir also beliebigen Polygonobjekten oder hier jetzt diesem Klonobjekt eine Materialstärke geben können. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum, wenn ich doch einen Tiefenkörper habe, also letztendlich ein Objekt mit Materialstärke, warum ich das nicht nutze, sondern die Materialstärke zum Schluss obendrauf setze. Sie sehen ja, dass die Verschiebung und damit die Definition der Materialstärke in allen Achsen auf 0 gesetzt ist. Und ich schalte dafür jetzt, um das weiter zu illustrieren, mal die Rahmen, also das Kleidungsobjekt aus und gebe mal dem Extrusionsobjekt eine Tiefe von 1,5. Und jetzt sehen wir, das sieht schon irgendwie anders aus als die andere Version mit der Materialstärke. Im Detail bedeutet das, wenn ich die Extrusion in diesem Setting, das natürlich geprägt ist durch diese deforme Objekte, wenn ich also die Extrusion hierüber anschalte, bekomme ich in den Rahmen jeweils in jedem Knotenpunkt also schon eine Verzerrung mit reingerechnet, die letztendlich auf diese Wellenform hinarbeitet, aber natürlich mit der Geometrie des Rahmens etwas macht, das so der Architekt nicht vorgesehen hat. Ja, er wollte ja, schauen wir uns das nochmal an, hier 0 und dafür die Materialstärke obendrauf. Ich kann hier auch mal anstatt einem halben Meter 1,5 Meter eingeben und jetzt sehen wir, okay, hier treppt sich jeder Rahmen ab. Und das ist im Ergebnis natürlich was ganz anderes. Dieses Setting, das ist natürlich nicht ganz vom Himmel gefallen, das ist ausprobiert, ja, wo man also im Try-and-Error-Verfahren verschiedene Sachen ausprobiert hat und dann darauf gekommen ist, dass diese Umsetzung jetzt die für unser Projektziel günstigste ist. In der Erläuterung fehlt jetzt natürlich noch die Darlegung, was machen eigentlich diese Spline-Deformer? Und die sind ja ebenfalls diesem Extrusionsobjekt untergeordnet. Das bedeutet letztendlich, dass wenn ich den Rahmen mal wieder ausschalte und diese Deformer ausschalte, wir die eigentliche Wirkung des Kloners sehen, der jetzt ganz simpel ein Extrusionsobjekt, sprich diesen einen Rahmen extrudiert. Ja, das kann ich hier so sehen. Die ihm untergeordneten Spline-Deformer-Objekte machen jetzt Folgendes. Ich schalte dazu mal die in der Vorschau ausgeblendeten, ich glaube einer reicht, Splines ein. Und da sehen wir,
dass wir über diverse Splines jetzt diese Verformung definiert haben. Und wenn ich den Deformer anschalte, dieser jetzt die Geometrie in diese Form zwingt. Und mit diesem Aufbau können wir also alle vier Ecken oder alle vier Punkte dieser Rahmenkonstruktion beeinflussen. Ich habe also tatsächlich vier Deformer verwendet, die jeweils den unteren Punkt, den oberen Eckpunkt und das jeweils für jede Seite deformieren. Das heißt, wenn ich jetzt alles mal so anschalte, dass es sich erklärt, dann sieht man an diesem Aufbau, dass letztendlich die definierten Splines, die ich hier natürlich jetzt auch modifizieren könnte, indem ich sie verschiebe, dass diese Splines im Zusammenspiel mit diesen Deformern die Konstruktion ergeben. Ja, also der Kloner stellt uns letztendlich nur diese Reihe von Objekten zur Verfügung. Geklont deswegen natürlich sinnvoll, weil ich jetzt natürlich hier auch sowas wie Achsabstände noch verändern könnte, damit experimentieren könnte, wie weit, wie dicht dieses Feld der Rahmen die Wirkung des Außen und Innens beeinflusst. Das stelle ich vielleicht mal hier in ein konstantes Shading um. Das sieht man dann etwas besser. So, und zu klären ist jetzt also, wie diese sogenannten Spline-Deformer funktionieren und warum sie hier dem Extrusionsobjekt untergeordnet sind. Das werden wir aber in der Schritt-für-Schritt-Analyse des Projektes im Aufbau sozusagen von Null an uns dann im Detail nochmal anschauen. Um die Wirkungsweise eines solchen Spline-Deformers besser zu verstehen, möchte ich das mal in einem eigenen Dokument erläutern. Ich habe dazu zur Vorbereitung einen Würfel erzeugt mit den Abmessungen 1 Meter breit, 20 cm hoch, 6 Meter lang, bei einer Unterteilung von 20 in der Länge. Dann habe ich einen Spline erzeugt. Ich habe den Original genannt. Der besteht aus 3 Spline-Punkten und denselben Spline durch Duplizieren Ziel genannt. Das heißt, das ist ein und dasselbe Objekt. Das eine heißt Original, das andere Ziel. Wenn man jetzt einen solchen Spline-Deformer sich in seine Szene holt, dann sieht man, dass hier gefragt wird, welcher ist der Original-Spline, also ziehen wir den hier rein. Und welcher ist der Ziel-Spline? Also wie soll das neue Objekt, das zu deformierende Objekt im Ziel, also im Ende aussehen? Jetzt habe ich das getan. Ich kann hier mal alles anschalten und sehe, es passiert erstmal nichts. Das hat damit was zu tun, dass die Deformer-Objekte auf der obersten Hierarchie, das heißt, wenn sie in die Szene durch Anlegen geholt werden, ihre Wirkung noch nicht entfalten. Das hat Gründe, die sehr logisch sind, wenn man sich jetzt vorstellt, dass es sich hier nicht nur um einen einfachen Würfel handelt, sondern um eine ganze komplexe Szene mit vielleicht Hunderten von Objekten, auf die ja dieser Spline vielleicht gar nicht angewendet werden soll. Dann führt das dazu, dass sich der Rechner vielleicht erstmal verabschiedet, weil die Deformation sofort zur Anwendung kommen würde, und zwar für die ganze Szene. Deswegen
Deformer sind ja immer Objekten untergeordnet oder Objekten auf gleicher Hierarchieebene zugewiesen. Das bedeutet, ich muss also, wenn man also die oberste Hierarchieebene, sprich das, was wir hier sehen, keine Unterteilung von Objekten, keine logische, wenn man die also ausklammert, weil sie da nicht funktionieren, muss ich mir also ein Objekt schaffen, in dem dieser Deformer wirken kann. Und das ist jetzt dieses Nullobjekt, das nenne ich mal deformierter Würfel. Okay. Da stecke ich sowohl den Deformer rein und ich stecke den Würfel rein. Jetzt sollte ja eigentlich was passieren. Sofern ich natürlich hier diesen Zielspline, ich habe mal den Mittelpunkt aktiviert von diesem Zielspline. Sofern ich den nach oben bewege, sollte doch jetzt irgendeine Wirkung sich aufzeigen, weil theoretisch habe ich doch alles richtig gemacht. Ich habe eine Hierarchieebene geschaffen in Form des Nullobjektes, habe den Würfel dort und den Spline-Deformer einsortiert, habe ein Original und ein Zielspline, habe die auch brav hier drin verknüpft, aber irgendwie klappt das noch nicht. Der Grund liegt am Wirkungsradius. Dieser definiert, wie die Annäherung des zu deformierenden Objektes an den Zielspline erfolgen soll. Und hier ist ein sehr, sehr geringer Wert als Standard eingetragen. Ich erhöhe den mal auf einen Meter. Und wir sehen jetzt, okay, jetzt erfolgt hier eine Deformation. Wenn ich mich jetzt aber nochmal genauer analysierend dahinter klemme und sage, wo ist denn jetzt hier überhaupt dieser deformierte Punkt gelandet, dann sehen wir, naja, 1,28 Meter, wenn ich das mal auf 1 Meter stelle, liegt der jetzt genau 1 Meter über dem Nullpunkt. Der Punkt dieses Splines liegt jetzt genau in 1 Meter Höhe. Wenn ich mich jetzt also frage, hier habe ich doch auch 1 Meter eingetragen, dann scheint also diese Annäherung nach einem Algorithmus zu verlaufen, der nicht die 1:1-Übersetzung dieses Wertes in die Deformation bedeutet. Ich probiere jetzt einfach mal aus, hier 10 Meter einzutragen und sehe, jetzt bin ich diesem Punkt schon viel, viel näher gekommen. Ich kann hier aber auch 100 eintragen und sehe, da wird das nochmal angepasst. Es scheint sich also hier nach meiner, ich vermute das jetzt mal, ich habe das nicht geprüft, um so eine Art Exponentialkurve zu handeln, die das immer weiter annähert, je höher dieser Wert wird. Also ich könnte hier 1000 eintragen und da sehen wir, passiert immer noch ein bisschen was. Ups, 3 Meter reicht noch nicht. Wir lassen es mal bei den 100. So, fassen wir also nochmal zusammen. Um ein Objekt wie diesen Würfel durch einen Spline-Deformer zu deformieren, legen wir also ein Nullobjekt an, indem wir den Würfel und den Deformer unterbringen. Der Deformer wird verknüpft mit zwei Splines, dem Ziel und dem Original-Spline, wobei beide Splines sinnvollerweise die gleiche Punktanzahl haben sollten. Das ist natürlich bei dieser Demonstration hier mit einem Spline mit drei Punkten sehr simpel. Bei komplexeren Splines kann es also sein, dass man aus dem Original sich das Ziel erzeugt und nicht, wie in meinem Fall jetzt hier, umgedreht. Als letzter Punkt sei nochmal der Radius erwähnt, der so anzupassen ist, dass das zu deformierende Objekt dem Spline nahe kommt. Das kann bei Anwendung mehrerer Spline-Deformer durchaus ein bisschen knifflig sein. Das muss man dann einfach stückweise ausprobieren, wie weit man diesen Wert überhaupt in die Höhe schrauben kann, weil er natürlich unter Umständen dann auch
Ecken beeinflusst, die gar nicht beeinflusst werden sollen, wie wir jetzt gleich sehen werden bei dem Projekt, was wir aufsetzen, wo ja, gucken wir es uns nochmal an, wo ja mehrere Deformer zum Einsatz kommen, ja, in dem Fall 4, für jede Ecke des Rahmens habe ich also einen eigenen Deformer angewendet, der dort die Gesamtgeometrie mit beeinflusst. Gut, setzen wir eine eigene Datei auf und legen los. Als erstes möchte ich die Umgebungsobjekte anlegen und beginne mit einem Würfel, den ich in allen drei Achsen auf 100 Meter setze. Dazu werde ich den Koordinatenmanager verwenden, hier eine 100 eintragen, okay, anwenden drücken, weil ich weiß, dass wenn ich im Koordinatenmanager bei einem Würfel hier einmal eine Zahl eintrage, wird die auf alle Achsen angewendet. So, den Würfel müssen wir um minus 50 nach unten versetzen und in der Z-Achse auch um 50 Meter nach hinten, damit der Dokumenten-Nullpunkt weiter hier vorne zu finden ist. Ich stelle meine Darstellung am besten mal um in Quick oder konstantes Shading mit Linien. So. Der nächste Würfel, den wir uns erzeugen, soll den Sockel der Bahnstation bilden und diesen machen wir breit 28 Meter. In der Höhe 8 Meter und in der Tiefe wieder die 100. Also müssen wir den auch um 50 Meter in der Z-Achse versetzen und um 4 Meter, damit er auf dem Boden sitzt. Danach erzeugen wir uns einen Würfel oder wir duplizieren am besten den. Kopieren, einfügen. Das soll unsere Fahrbahn bzw. unsere Bahnsteigebene werden. Die machen wir breit 40 Meter, aber nur 40 cm hoch. Das ist also eine ganz dünn auskragende Deckenplatte. Und demzufolge müssen wir hier die Höhe jetzt auf 8,2 anpassen, damit diese Platte auf dem Sockel sitzt. Das ist es eigentlich schon. Das sind unsere notwendigen Objekte. Die können wir jetzt in ein Nullobjekt stecken. So, da rein und sagen, das ist Umgebung Sockel. So, wissen wir Bescheid, sind damit fertig. Ich packe da noch ein Material drauf. Okay, sieht man das besser. Der zweite Schritt ist das Anlegen des Basisrahmens, der geklont werden soll. Hierzu brauchen wir einen Spline. Den können wir zum einen Schritt für Schritt zeichnen, dieses U-förmige Rahmenobjekt, oder wir nutzen ein Profil, das uns hier diverse Stahlbauprofile parametrisch vorgibt. Ich wähle also erstmal dieses H-Profil, obwohl wir das so natürlich nicht brauchen. Blend mal die Umgebung fürs Erste aus und schau mal, wie ich dieses H-Profil konfigurieren kann und finde hier auch ein U-Profil. Kann jetzt die Achse wählen, das lassen wir lieber bei der Achse, wir drehen es einfach.
So, 90 Grad rum gedreht. Die Abmessung für dieses Profil habe ich mir im Vorfeld überlegt. Die wird sein 44 Meter in der Breite. Das heißt, was jetzt hier 1 Meter ist, wird 44. Entschuldigung, das wird 44. Die hier als B bezeichnet, wird 16,8. So, jawohl, sieht schon mal nach Rahmen aus, ist noch etwas schlank. Das für T, für die Breite, geben wir 2 ein und hier die Höhe im oberen 2,2. Ist also ein Müh stärker als also dieser Träger hier oben, ist also etwas stärker dimensioniert. So, wenn wir dieses Haarprofil jetzt haben, können wir es natürlich positionieren und das mache ich mal der Einfachheit halber so, dass ich jetzt dieses parametrische Profil, was ich hierdurch sehr gut definieren konnte durch die Parameter, zu einem Standardpolygon mache. Zu einem Standard-Spline mache. Das geht so, parametrisches Objekt in Grundobjekt konvertieren. Zack, wir haben einen ganz normalen Spline. Diesen kann ich mit dem Tool Achse zentrieren. Jetzt die Mitte des Objektes neu definieren. Ich kann zudem sagen, der Achsenpunkt, verkehrte Achse, das bleibt 0, das wird minus 100 aus. Das ist etwas Geschiebe jetzt hier, wenn man erstmal, bis man die richtige Achse gefunden hat. So, jetzt, das hatte ich nicht vorprobiert, deswegen war es jetzt etwas Gemähre. Also, das Achsen-Zentrieren-Werkzeug schiebt uns die Objektachse jetzt unten in die Mitte. Und demzufolge kann ich jetzt natürlich die Koordinaten neu setzen. Das möchte ich auf 0 haben. Z auch erstmal 0. Und die Höhe des Objektes wird 4,4. So, damit haben wir also erstmal rein von der Geometrie alles erzeugt, was wir brauchen. Also rein von der Geometrie der Objekte brauchen wir nicht mehr als diese Objekte. Der nächste Schritt ist, dass wir uns dieses Spline in ein Extrusionsobjekt legen. Das Extrusionsobjekt ist standardmäßig mit einer Dicke von 0,2 ausgestattet. Die ändern wir auf 0,5. Und wir erzeugen uns einen Kloner. Indem wir das Extrusionsobjekt hineinlegen. Wir haben bis jetzt ja bei allen Objekten darauf geachtet, dass der Nullpunkt der Objekte immer auch im zentralen Dokument-Nullpunkt liegt. Deswegen funktioniert das jetzt alles in der Verschachtelung erstmal perfekt. Wir gucken uns den Kloner an. Was will der machen? In Y, also nach oben, 0,5 ist natürlich nicht richtig. Wir wollen in der Z-Achse klonen, und zwar um 2 Meter jeden Rahmen und brauchen auf die Länge gesehen dann
51 Stück. Stimmt das? Jawohl. So, das ist unsere Basiskonstruktion. Als nächstes wollen wir uns den Spline für den Deformer anlegen und schauen nach, wie wir diese Wellenform am besten definieren können als Spline und finden hier einen Formel-Spline. Rufe ich den auf, dann schiebe ihn mal ein Stückchen nach oben, bekomme ich so eine Sinusform als Basis angezeigt, die man hier über das Formelwerk entsprechend modifizieren könnte. Für mich reicht es, wenn ich hier mal probiere, was damit so geht. Und ich sehe, ich kann jetzt hier die Anzahl der Bögen verändern und ich kann die Schritte, wie dieser Spline unterteilt wird, verändern. Okay, ich will mal mit diesem Spline so arbeiten, dass wir als T-Wert, also T-Max ist 12, T-Min 0. Das heißt, wir haben also 6 solcher Hochpunkte. Und jetzt stellt sich noch die Frage, wie ist die Logik dieser Unterteilungsschritte? Ich gebe da zunächst mal eine 12 ein. Und wir sehen, dass wenn ich also Vielfache von dem T-Max-Wert eintrage, diese Unterteilung immer feiner wird und vor allen Dingen gleichmäßig. Das heißt, die Spline-Punkte, die jetzt hier dahinter ja, erzeugt werden, auf Basis dieser Formel, benötigen also immer als Schritte ein Vielfaches vom T-Max-Wert. Wenn ich also hier eine 72 eintrage, ist das noch nicht rund, aber es ist gleichmäßig. Und die Rundung kann ich ja im nächsten Schritt dann noch definieren, indem ich die Art des Splines dann mir genauer anschaue. Wir haben also hier einen Basis-Spline. Ich kann das auch mal hier Formel Basis-Spline korrekt beschriften und werde jetzt mit rechter Maustaste aktiven Zustand in Objekt wandeln, mir diesen Spline zu einem, also diesen parametrischen Spline, den mache ich jetzt aus, zu einem Standard-Spline umwandeln. Das heißt, der ist jetzt nicht mehr parametrisch, aber ich kann jetzt hier, ich sehe wirklich die einzelnen Spline-Punkte und kann jetzt hier sagen, die Interpolation soll kubisch sein. Jawohl, und hier haben wir jetzt schön unseren verrundeten Spline. Okay, der soll tatsächlich unser Basisobjekt für die Transformation der Geometrie mit Hilfe des Spline-Deformers werden. Den habe ich jetzt auch mal aufgerufen. Deformer-Objekte sind ja als großes Thema in einem eigenen Tutorial erklärt. Der Spline-Deformer, ich nenne den auch mal so Spline-Deformer, der hat zwei Felder, in dem er sich ein Original- und ein Zielspline wünscht. So, das Zielspline habe ich nun schon erzeugt. Das ist der. Und das Original leiten wir, wie im zweiten Teil des Tutorials gesehen, daraus ab. Da nenne ich das jetzt mal
Okay, das wird Basis-Spline Original. Und hier muss ich ja jetzt nur die Höhe auf 0 setzen. Und bin fertig. So, bevor wir jetzt den Spline-Deformer bestücken, wollen wir diese Splines natürlich noch in die richtige Position und an die richtige Stelle bringen. Das soll hier oben in dieser Ecke sein. Okay. Und natürlich sind die noch etwas klein. Das heißt, ich skaliere die jetzt einfach auf. So, das mache ich jetzt mal so Pi mal Daumen. Wir können natürlich auch dann mal schauen, auf was für eine Gesamtlänge wir kommen. So, wir haben jetzt hier knapp 140 Meter und eine Höhe von 6 Metern. Wir probieren dann einfach mal, wie wir mit diesen Werten hinkommen. Okay. Die beiden Splines, die jetzt hier beschriftet sind und grob mal an die richtige Stelle geschoben sind, die werde ich jetzt mit dem Deformer verknüpfen. Ich ziehe also den Original in diese Spalte und den Zielspline in diese Spalte. Basieren tut ja wie bekannt noch nichts, aber wir können jetzt mal diesen Spline-Deformer in das Extrusionsobjekt ziehen. Wichtig dabei ist, dass der Deformer unter dem Profil liegt, weil wir wissen ja, das Extrusionsobjekt schaut sozusagen in seinen Bauch und das erste Objekt ist quasi das, muss der Spline sein, der deformiert wird, der extrudiert wird, und danach können jetzt hier nachrangig auch Deformer-Objekte liegen. Wir wissen, dass wir hier den Radius ändern müssen. Ich lege den jetzt mal auf 10 Meter. Und wunderbar, wir haben unser erstes Deformationsergebnis. Drehen wir jetzt diese beiden Splines auf 45 Grad. Ja, das kann ich hier gar nicht. Ja, das muss ich hier über das Koordinatenfeld machen. Bei mir geht es in 10er Schritten. So, dann kommt jetzt diese Ecke schon ganz schön zur Geltung. Wenn ich jetzt die noch etwas weiter aufskaliere, sehen wir, dass wir hier den Radius noch etwas anpassen müssen. 4, 5, 6 vielleicht. So. Auch hier wissen wir, ich mach mal 10. Und jetzt folgt die Geometrie doch schon sehr, sehr schön diesem beiden oder diesem auch diesen über die Splines definierten Ziel. Das nächste, was ich jetzt mache, ist, ich beschrifte einfach die Splines. Wir sagen Original rechts oben. Okay, denn wir werden ja jetzt für jede dieser Ecken des Rahmens
uns zwei solche Splines anlegen müssen. Und demzufolge werde ich die jetzt auch duplizieren. Also Command-C, Command-V. So, ich lege sie hier mal unten drunter, weil diese beiden sollen dann, ich bezeichne das schon mal so als unten. Und hier auch. Jawohl. Die sollen dann tatsächlich auch an diesem unteren Punkt liegen. Also müssen wir sie auch dahin schieben. So. Und wir werden sie natürlich auch drehen müssen. Und zwar in diese Richtung um 90 Grad. Ja. Also wir ordnen quasi in jede Ecke dieses Spline-Paket so ein, dass immer sagen, auf die gedachte Mitte des, der Rahmen fokussiert wird, von der Ausrichtung. Okay, der wird auch benannt. So, der Rest ist eigentlich Fleißarbeit, denn wir müssen jetzt nur die Spline-Deformer duplizieren. Ich mache das jetzt mal mit gedrückter Control-Taste. Das ist einfach der schnellere Weg. Ja, gedrückte Control-Taste erzeugt immer ein Duplikat. So, ich habe gleich mal alle vier angelegt. Nicht irritieren lassen, dass das jetzt wild aussieht. Und wir benennen die einfach erstmal sauber. Das wird links oben. Dann haben wir später dann mal links unten, rechts oben und rechts unten. So, das sind die vier Deformer und ich mache mal jetzt die für die linken Seiten schon mal aus. Und werde jetzt die schon angelegten für rechts unten hier noch rein verknüpfen. Rechts unten Original und Ziel. Okay, wir sehen wunderbar, funktioniert. Die Werte sind jetzt hier natürlich noch etwas stark. Das können wir dann noch konfigurieren. Wichtig ist ja erstmal, dass das Gesamtsetting funktioniert. Wie stark das jetzt hier die Welle macht, können wir dann noch weiter beeinflussen. Jetzt probieren wir mal aus, diese Splines, die wir hier erzeugt haben, in ein Nullobjekt zu stecken. Das lege ich mir hier an und sage, so, das können wir mal hier rauskopieren, dann muss ich nicht so viel tippen. Und schieben die hier rein. Jawohl. Und dieses Nullobjekt werde ich jetzt kopieren, einfügen, nennen das mal links. Und werde das spiegeln. Okay, Nullobjekt in der X-Achse gespiegelt, bewirkt, dass wir jetzt natürlich unser Gesamtpaket auf der anderen Seite haben. Ich beschrifte das wieder ordentlich durch, nehme mir dafür das Wort links in den Zwischenspeicher. Und füge das überall ein. Okay, jetzt können wir natürlich auch die Spline-Deformer für die linke Seite anmachen, links unten und müssen das verknüpfen, links unten Original
ziehen. Okay, wunderbar. Das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist das Paket, deswegen habe ich das hier auch in ein Nullobjekt natürlich gefasst, dieses Paket der Splines versetzen. Ja, wir sehen ja, das soll ja immer die Gegenwelle sein. Und dazu gehe ich jetzt mal sinnvollerweise in die Ansicht. Okay, hätte ich das jetzt um einen numerischen Wert, hätte ich das jetzt also ganz exakt die Länge der Splines angegeben, dann hätte ich natürlich jetzt auch diesen Versatz ganz exakt machen können, aber das reicht jetzt hier als Genauigkeit. Ups, das wollte ich nicht. So, das reicht als Genauigkeit definitiv aus. Der Rest der Arbeit ist natürlich jetzt noch ein bisschen Feinjustage der Werte. Wir können jetzt hier sagen, dass das zum Beispiel nur 5 Meter sind. Und rechts oben, ich ändere hier wieder im Koordinatenmanager, machen wir hier mal eine 7 draus. Also es kann ruhig oben etwas mehr sein als unten. Das ist jetzt tatsächlich, was Sie hier sehen, ist natürlich tatsächlich etwas ausprobieren. Das kann man vorher nicht immer genau sagen, das ist der und der Wert. Das muss man dann einfach im Nachgang, im zweiten Schritt, ein bisschen testen. So, wir sehen aber, dass die Konfiguration dieses Settings keinen wirklichen Aufwand bedeutet, hier jetzt nochmal 4 Zahlen zu ändern. Ist jetzt, glaube ich, keine große Sache. So, da haben wir unsere Grundkonstruktion. Ging jetzt also doch relativ schnell. Jetzt möchte ich noch etwas zu dem Thema, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, sagen, was wird hier eigentlich extrudiert? So, wir sehen, wenn wir hier den Wert auf 2 setzen, und damit den Abstand der Klone komplett überbrücken. Die Deformer zwingen die tatsächliche Geometrie in die durch die Splines angegebene Form. Und das bedeutet, dass jetzt jeder Knotenpunkt, wie schon mal erläutert, transformiert werden würde. Das wollen wir nicht. Wir wollen es ja, dass das abtreppt. Demzufolge sagen wir dem Extrusionsobjekt, du bist einfach 0. Damit ist nur eine Fläche auf Basis eines Spline-Objekts entstanden. Und diese Konstellation, Klone in ihm, das Extrusionsobjekt, stecken wir jetzt einfach noch in ein Kleidungsoberflächenobjekt. Das kommt immer mit dem Standard eine Unterteilung an. Die setzen wir auf 0. Die Dicke hatten wir schon festgestellt. Sie ist 0,5. Und jetzt brauchen wir das nur noch hier einzusortieren und haben unseren Abtreppungseffekt. Gut. Wäre noch die Glaskonstruktion herzustellen? Und dafür möchte ich Sie jetzt zunächst mal an ein paar Überlegungen teilhaben lassen. Wir können auf der einen Seite natürlich dieses Setting, was wir jetzt hier für den Rahmen angewendet haben, könnten wir genauso für die Glaskonstruktion anwenden. Das habe ich natürlich getan, habe den Zwischenraum damit gefüllt, die Rahmenkonstruktion, die hier jetzt 2 Meter ist, auf 2 Zentimeter reduziert und dachte, dass das damit fertig sein wird. Das Ergebnis war, dass durch die doch deutliche Wellenform
die Gläser über die Rahmen hinausgelaufen sind. Das heißt, mit dieser Konfiguration gab es im Detail Probleme. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich einfach diesen unschönen Effekt, den wir gesehen hatten, indem wir die Extrusion auf 2 Meter vorhin mal gestellt hatten, dass ich mir diesen Effekt natürlich jetzt für so eine Erstvisualisierung zunutze gemacht habe und gesagt habe, dann nehme ich doch das und baue daraus das Glas. Ja, dann sind die Flächen, die Glasflächen zwischen diesen Rahmen zwar in sich gekrümmt, also erzeugen quasi windschiefe Oberflächen, aber es ist ja jetzt keine Baukonstruktionsdarstellung, die jetzt natürlich sowas vermeiden würde oder eine Ausführungsplanung, die sowas definitiv vermeiden würde, in sich gekrümmte Glasscheiben, womöglich noch Dutzende an der Zahl, sowas zu planen, wenn ich es auch planar machen kann. Aber jetzt für unsere Erstvisualisierung ist das überhaupt keine Frage, denke ich, dass wir das so machen. So, dafür nehmen wir uns also den Kloner, kopieren den, fügen den wieder ein. Und dieser Kloner klont jetzt oder soll Objekte klonen, die 2 Meter lang sind. So, das wird unser Glas. Wir müssen also dafür das Profil anpassen. Hier nutze ich jetzt das Solo-Objekt. Magic Solo hieß früher ein Plugin, was dieselbe Funktion realisiert hat. Es ist jetzt in der Programmversion integriert. Ich kann mir also hier dieses Objekt jetzt einzeln anzeigen lassen. Andere Objekte werden dafür ausgeblendet. Es wird leider trotzdem die hierarchische Einsortierung mit herangezogen. Das schalte ich oder muss ich jetzt leider dann nochmal ausschalten. Das ist ein bisschen umständlich. Das ist natürlich bei diesem Plugin Magic Solo. Hier habe ich das mir mal installiert. Geht das etwas smarter, weil hier wirklich alle Objekte ausgeblendet werden und nur das aktive Objekt in seiner absolut singulären Wirkung übrig bleibt. Also wer mehr mit Cinema 4D machen möchte, sollte sich Magic Solo in jedem Fall noch installieren, obwohl es jetzt natürlich diese Solo-Funktion gibt. Die Wirkung ist immer noch etwas unterschiedlich. Okay, genug Ausführungen zum Add-on der Plugins. Jetzt müssen wir einfach diese Werte, die wir hier momentan auf 2 Meter definiert haben, die müssen wir auf 0,02 editieren, erhalten damit also ein 2 cm starkes Glas, 0 anwenden und auch diese sollen 2 cm werden, ups, nicht 20, sondern 2, tatsächlich. So, zoomen wir hier mal ein, sehen, okay, wir haben also jetzt einen 2 cm starken Rahmen. Okay, und ich schalte alles wieder an. Okay. Verlasse die Solo-Funktion, Ansicht Solo aus und habe jetzt unsere Glaskonstruktion dazwischen liegen. Bingo! Der letzte Schritt ist, dass wir uns unsere Geometrie, so wie wir sie jetzt hier fertig erzeugt haben. Hier können wir natürlich noch die letzte Glasscheibe, wenn wir wollen,
können wir die natürlich noch reduzieren. Okay, die Splines ausblenden. Jetzt können wir uns diese Gesamtgeometrie in das Visualisierungsvorlagedokument hineinladen. Das will ich als nächstes mal tun. Und dafür werde ich jetzt alle Objekte in den Zwischenspeicher nehmen, Command-C, wechsle die Datei in die schon geöffnete Setting-Demo-Datei, die ja schon erläutert ist in dem eigenen Tutorial dazu, füge hier meine Geometrie ein, mache die gelieferte Geometrie unsichtbar und passe jetzt meine Perspektiven an. Im nächsten Schritt werde ich also hier im Himmel den Boden unsichtbar machen. Wir haben ja einen eigenen Sockel, den wir hier mitbringen, und die Materialien zuweisen. Das kann man so tun, dass man hier natürlich erstmal vielleicht das Glas auch noch als solches bezeichnet, damit die Struktur ordentlich ist. Dann kann ich hier das Glas dem Kloner zuweisen. Für die Rahmen möchte ich hier dieses Metall in der weißen Farbe zuweisen und den Sockel werde ich belegen mit dieser Betonstruktur und die hole ich mir mal von dem Raummodul, denn dort ist sie so zugewiesen, dass ein Quadermapping in der richtigen Auflösung der Kachelung bereits vorkonfiguriert wurde. Das Letzte, was ich jetzt tun kann, bevor ich die ersten Testrenderings starte, ist, dass man hier noch den Sonnenstand sich vielleicht etwas anpasst, also vom Schatten. Ich habe das ja so eingestellt, dass wir hier das erweiterte OpenGL mit der Option Transparenz und der Option Schatten nutzen, um hier schon den Schatten als Gestaltungsmittel angezeigt zu bekommen. Und jetzt können wir aus der Reihe der Settings, der Render-Settings, die ich vorbereitet habe, mal eines auswählen. Ich werde hier mal das GI Preview Setting wählen, das entsprechend von der Rechenzeit extrem beschleunigt ist. Dafür ist die Auflösung, also die Präzision der Berechnung geringer. Sie sehen, dass das ist alles so leicht, man sagt grainy, also so grisselig, weil natürlich die Settings jetzt in allen Parametern so weit reduziert sind, dass man zwar den Eindruck vom fertigen Bild bekommt, aber natürlich die hohe Detailgenauigkeit der GI-Berechnung reduziert wurde. So, auch hier wäre jetzt noch zu überlegen, ob man gewisse Materialanpassungen hinsichtlich Farbwerten macht. Das überlasse ich dann natürlich Ihnen, auch die Wahl der Schatten etc. ist jetzt alles Ihnen überlassen. Ich teste das nur nochmal hier von innen. Okay. Während jetzt das Bild
rechnet und wir sehen, dass die Umkonfiguration der Vorlagedatei hinsichtlich der eigenen Materialisierung auch kein Problem darstellt, ist es also schon fast Zeit, ein Resümee zu ziehen. Und wir haben gesehen, dass wir mit einigen Wissensbausteinen zum Thema Deformer und Kloner und Oberflächen, Kleidungsoberflächenobjekt, dass wir mit diesen Wissensbausteinen, lässt man mal die ganze Erklärung drumherum weg und würde man auch den ganzen Probierprozess, dieses Ausprobieren, nicht wirklich in dem Umfang brauchen, wie ich das natürlich jetzt hier im Vorfeld auch getan habe, ist man in einer halben Stunde reine Bearbeitungszeit für die Geometrieerstellung und sozusagen Rendervorbereitung ist man eigentlich fertig und erhält dann, wenn man seine Perspektiven natürlich hinsichtlich des Standpunktes noch ein bisschen anpasst und des Lichteinfalls, erhält man fantastische Visualisierungsergebnisse. Auf die freue ich mich natürlich, wenn sie dann an der Wand hängen, und mache jetzt an der Stelle Schluss.